Berta Nachrichten, Rückblick der Woche. Montag. Bei einem Gipfeltreffen in der russischen Stadt Sotschi hat sich der Sicherheitsrat der Organisation des Vertrags über die kollektive Sicherheit auf Maßnahmen geeinigt, die zur Stabilität und Frieden in der eurasischen Region dringend erforderlich sind. So wurde beschlossen, auf Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Programm zum Schutz der tadschikisch-afghanischen Grenze zu erstellen. Darüber hinaus will das Sicherheitsbündnis OVKS gegen Bedrohungen aus Afghanistan präventiv vorgehen. Russland, das ab nun den Vorsitz im Rat führt, legt mit Verbesserung der gemeinsamen Eingreiftruppen und ihrer Vorbereitung auf Friedensmissionen die vorrangigen Ziele der Sicherheitspolitik fest. Ein Kurzschluss in der Minsker Metrostation Vostok sorgte am Dienstag für leichte Rauchbildung und eine kurzzeitige Sperrung des Zugverkehrs. Sofort nach der Rauchmeldung hat die Polizei aus Sicherheitsgründen die Station geräumt. Um unnötiges Gedränge zu vermeiden, wurden auch Ein- und Ausgänge an benachbarten Stationen geschlossen. Für die Fahrgäste haben die Minsker Verkehrsbetriebe unverzüglich zusätzliche Busse organisiert. Nach Angaben des Katastrophenstabs sei bei der Panne niemand verletzt oder vergiftet worden. Der Zugverkehr wurde binnen einer Stunde wiederhergestellt. Der belarussische Großmaschinenhersteller Belaz hatte am Mittwoch eine Weltpremiere gefeiert. Auf dem eigenen Betriebsgelände präsentierte er den größten Muldenkipper der Welt. Der 800 Tonnen schwere Riese kann Nutzlasten von maximal 450 Tonnen bewegen. Das Zweidieselmotorfahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 64 km pro Stunde und soll Abraum in Steinbrüchen und Erzdagebauen transportieren. Die Maschine wird unter landesspezifischen Extrembedingungen und bei Außentemperaturen von minus 50 bis plus 50 Grad eingesetzt. Leonid Truchnow, der Chefkonstrukteur von Belaz, sagte vor Journalisten, mit dem neuen Tagebaufahrzeug bereitet das Unternehmen einen Antrag für das Guinness-Buch der Rekorde vor. Schutz der Staatsgrenze, Aufspürung und Vernichtung von fiktiven Terrorbanden und illegalen bewaffneten Formationen. Vor diese Aufgabe waren am Donnerstag Verbände der russischen und belarussischen Armee gestellt, als sie im Beisein der Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin zur letzten Etappe des strategischen Militärmanövers Sabbat 2013 angetreten waren. Die Militärübungen fanden auf 6 Truppenübungsplätzen in Belarus und an der Ostseeküste bei Kaliningrad statt. Am Defensivmanöver mit mehr als 12.000 Soldaten beteiligten sich in diesem Jahr auch Streitkräfte Armeniens, Kasachstans, Kirgisiens und Tadschikistans. Stärkung der Sicherheit in der Region und reibungslose Handlungskoordination regionaler Truppengruppierungen waren von Verteidigungsministerien beider Länder als Hauptziele der gemeinsamen Übung definiert worden. Ausländische Beobachter, Diplomaten und Militärattachés haben das Manöver sehr hoch eingeschätzt. Ernte gut, alles gut. Dieser Slogan ist in der Stadt Zlobin Wirklichkeit geworden. Dort sind an diesem Wochenende die besten Agrarier und Sieger des landesweiten Getreideerntewettbewerbs zusammengekommen, um das Erntedankfestival Dajinki zu feiern. Die Hauptstadt des Festivals verwandelte sich in eine offene Konzertbühne. Bauernmärkte luden zum Kauf von Obst, Gemüse, Honig und Fleisch ein. Ihr Können führten Bäcker und Gastronomen vor. Die Hauptfeierlichkeiten begannen am Samstagnachmittag. Die besten Mähdrescherfahrer des Landes, die in diesem Jahr fast 9 Millionen Tonnen Getreide eingefahren haben, wurden mit Ehrenpreisen ausgezeichnet. Der Staatspräsident überreichte ihnen nagelneue Autos. Heute ehren wir die wahren Helden der Ernte, sagte er in seiner Festrede. Mit einem schwungvollen Konzert klang das Erntedankfestival aus.